Und ich bin der Alex, der unsere Aufgabe ist, heute das Fürstenpaar vorzustellen. Ja, mei, was soll man sagen? Frag uns, schau her mal, schau dir mal um ein bisschen. Hey, schau dir mal alle an. Ja, das schaut ja aus wie ein Topfenschnitter. Nein, du, jetzt sagst sie, ist eine süße Muschel. Ja? Und er, ein Schnitten mit Pfiff. Aber schau das einmal an. Ja, bin ich sehr groß. Ja, bin ich sehr. Aber wenn ich fertig bin, ich nur verkauft. Ja, na, dann geht's her da. Und kniert euch nieder. Und tat's auf deinen Kochtopf da schwören. Alex, hat der schon gesperrt? Und hat sie schon gesperrt? Nein, nun nicht. Na ja, dann müssen wir sie da gehen, ne? Ja. Na ja, so lieber Gernot, dann leg dein Hand aufs Topfen, gell? Ja, sag einmal, willst du Gernot die erste Motte einer Faschingsgilde bei jedem Schabernack und Leckerlein durch den Fasching begleiten? So sprich mir nach und sage laut, ja, natürlich, ich will es auch. Ja, natürlich, ich will es auch. Dann schlage ich dich. Da haue ich meine Obergeschirre. Ich höre dich zum Fürsten von Pfarr Janis, den Ersten. Und nun zu dir, Gerti, mein süßes Schnuschneckerl. Willst doch du, Gerti, die Erste in der Mauter Faschingsgilde, als Fürstin von Fabianis durch den Fasching begleiten und bei jedem Schnabberack und Leckerei zu leiten, so sprich mir nach und sage laut. Ja, natürlich, ich will es auch. Ja, natürlich, ich will es auch. Ich schlage dich und kröne dich zur Fürstin von Fabianis. So, meine lieben Leute, jetzt wisst ihr es genau, das ist unser neues Fürstenpaar. Während der Faschingszeit regieren kann. Wir nehmen den Schlüssel in Ferrar bis zum Ende zum Faschingsjahr. Mama! Mama! Ich hab nichts gehört. Mama! Mama! Ja, geht ja schon. Danke, dann wünsche mir noch gute Unterhaltung. Mama! 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 Danke, danke.